Unsere nächste Speakerin ist seit den 90ern bei Yes. Ihr habt vielleicht da hinten den Stand schon gesehen. Erst normales Mitglied, später immer mehr aktiv in dem Verein und seit 2022 auch im Vorstand. Daneben ist sie beruflich als IT-Assistentin tätig und ja, in ihrem ehrenamtlichen Engagement setzt sie sich gegen die Kriminalisierung, Diskriminierung und Stigmatisierung von Drogengebrauchenden ein und halt eben nicht nur, was Cannabis angeht. Dementsprechend bitte einen ganz großen Applaus für Claudia Ack. Geht das? Ja, hallo. Genau, hört ihr mich? Ja, super, okay. Hallo, mein Name ist Claudia. Ich nehme seit ungefähr 45 Jahren Drogen, in letzter Zeit legal, weil es ja inzwischen zumindest Cannabis ein wenig legal ist. Und ich habe eine gute Schmerztherapeutin. Genau, ich bin im Vorstand vom Yes-Bundesverband. Ich war schon mal Anfang der 90er bei Yes. Und vor 5 Jahren ungefähr wurde einer unserer Söhne wegen 200 Gramm Cannabis in Bayern ins Gefängnis gesperrt. Und heute sitzt er im Maßregelvollzug. Und das war mein Grund, wieder mich zu engagieren für eine andere, bessere und menschlichere Drogenpolitik. Wir hatten dieses, also im letzten Jahr, weit über 2000 tote drogengebrauchende Menschen. Das ist die höchste Zahl, die es in Deutschland jemals gab. Die letzte hohe Zahl gab es Anfang der 90er. Da ist viel passiert, weil die Leute schockiert waren, dass es so viele Tote gab. Heute merke ich nichts von diesem Schock. Im Gegenteil, mit dem Rechtsruck kommt es mir so vor, als gingen wir wirklich zurück. Zumindest was die Drogenpolitik so angeht. Das lässt sich für mich auch beobachten, dass die CDU oder vor allem die CSU in Bayern überhaupt nichts umsetzt von Harm Reduction Maßnahmen, wie zum Beispiel Drogenkonsumräumen. Dadurch haben sie auch die höchste Anzahl von Toten. Nürnberg zum Beispiel ist die Stadt mit den, verglichen mit den Einwohnerzahlen, mit den höchsten Todeszahlen überhaupt. Die Städte in Bayern wollen Drogenkonsumräume öffnen und können es nicht, weil die bayerische Landesregierung keine Landesverordnung erlässt. Das gibt es nicht nur in Bayern, das gibt es auch in Sachsen und in noch ein paar anderen Bundesländern, vor allem im Osten. Genau, das wären aber alles Mittel, zumindest Hilfsmittel, die Leute am Leben zu halten. Deswegen fordern wir, also der Yes-Bundesverband, dass es mindestens gutes Drug-Checking in allen Bundesländern gibt, sehr niedrigschwellig, in Diskotheken, wo halt Leute feiern. Wir brauchen viel mehr Drug-Checking, auch in Drogenkonsumräumen. Genau, wir brauchen eine flächendeckende Substitution, nicht nur für Opioide, sondern auch für Crack zum Beispiel. Medizinisches Cannabis. Es gibt eine Umfrage unter Usern, unter Crack-Usern in Frankfurt, die sagen konnten, was sie glauben, was ihnen am besten helfen würde, vom Crack runterzukommen. Da war Cannabis medizinisches auf Platz 1. Insofern soll es ein Modellprojekt geben. Ich hoffe, es kommt. Genau. Diamorphinabgabe, wir haben ja eigentlich schon eine Entkriminalisierung auch für Opioide, aber sie ist wieder für fast niemanden verfügbar, weil die Zugangshürden sehr hoch sind, 2 Therapien zum Beispiel, die hat fast niemand und das ist aber mit Abstand die Substitutionsform, die am besten hilft, dazu gibt es viele Studien, die das beweisen und trotzdem wird sie so hochschwellig angesetzt, dass sie für fast niemanden verfügbar ist. Ehrliche Prävention, dass wir mal alle aufklären, die Kinder, und aber nicht sagen, Cannabis ist so schlimm wie Heroin, weil das stellen die selber irgendwann fest, dass das nicht stimmt. Und dann glauben sie irgendwann meiner Meinung nach auch gar nichts mehr. Wir brauchen Naloxon, was gegen Opioid-Überdosierungen hilft. Ich habe große Angst, dass Fentanyl auch nach Europa überschwappt. Und dann werden wir hier Todeszahlen haben, die jenseits von Gut und Böse sind. Und ich hoffe, wir können es vermeiden. Da das aber auch wirklich alles nur Hilfsmittel sind, fordern wir letztendlich als letzte Konsequenz mindestens eine Entkriminalisierung aller illegalisierten Substanzen. Am besten aber auch eine regulierte Freigabe und alles in Shops, in Fachshops mit Fachberatung inklusive Alkohol, dass es einfach ein vernünftiges Maß angibt und das würde auch Leben retten. Danke, dass ihr mir zugehört habt. Tschüss. Vielen Dank. Großen Applaus für Claudia Ack.